Eine andere für Nordnorwegen sehr typische Fischart ist der Schellfisch. Die dorschartigen Schwarmfische fressen überwiegend Weichtiere im Sandgrund, wo es viele Muscheln gibt. Deshalb enthält der Magen fast immer Muschelschalen und Sand. Daraus leitet sich auch der Name Schellfisch ab. Denn Shell ist der englische Begriff für Muscheln. Wer mehr als nur ein paar Schellfische fangen möchte, sollte eine weichere Rute und Monofilschnur verwenden. Kleinere Köder wie Dorschfliegen, Twister oder ähnliches werden gerne genommen. Der Schellfisch ist eine Fischart, wo Circle-Haken wahrscheinlich erfolgreicher wären als normale Haken. Ein Thema für unseren nächsten Film. Auch Holger weiß Schellfische zu schätzen. Er fand einen Schwarm größerer Fische auf einer Bank vor der Insel Arnøy. Obwohl sie Weichtiere fressen, stehen sie auch auf silberfarbene Pilker. Wir drillten die Fische langsam hoch und gaben ihnen Zeit für den Druckausgleich. Schellfische dieser Größe haben inzwischen Seltenheitswert. Natürlich hätten wir alle Fische in eine Kiste werfen und einfrieren können. Zu Hause hätten sich einige Familienmitglieder über die delikaten Filets gefreut. Aber Fische dieser Größe sind alt und haben wertvolle genetische Anlagen. Wäre es nicht schade, diese Fische zu töten? Holger setzte alle seine Fische zurück. Ein wunderschöner Anblick. Dann passierte das hier. Ein wirklich kapitales Exemplar. Holger fischte mit 50 Pfund Gerät, hatte jedoch kein Problem, die Schellfische zu landen, trotz ihres weichen Mauls. Seine Inliner-Bootsroute ist relativ lang und hat eine weiche Spitze. Und hier der Riesendrilling. Diese breiten Haken schlitzen nicht so schnell aus wie manch kleinere Modelle. Gewusst wie.